Du musst deinen Steam neu starten, Exio. Hat er jemand anderes? Achso, mein Steam. Nein. Hackerman. Wir könnten starten. Hey, Streichholzschächtelchen. Hä? Streich. Alarme. Mark konnte die Spielsitzung nicht für Exio verifizieren. So, da habe ich ein YouTube-Video-Tutorial gemacht, wer auch die Probleme kennt und hat. So, yeah, das man, heißt. Yeah. Woran liegt's denn? Chicken Man. Yeah. Und zwar like die Lösung ist. So, servus, Anders, hallo Freunde, und zwar hier ein kleines, kurzes Video, da es die letzte paar Mal vermehrt passiert ist und jetzt gerade schon wieder angesprochen worden bin, wir sind ja gerade mehrere Leute auf dem Teamspeak, und zwar geht es darum, wenn ihr CSGO in die Lobby starten wollt, kommt WAG konnte nicht verifiziert werden. Genau, so eine Fehlermeldung, man kann dann einfach die Lobby nicht starten, man kriegt erstmal Angst, weil man denkt, man hat ein VAC oder sowas. Aber nein, ich glaube, da ist einfach nur diese Kommunikation irgendwie gestört. Manchmal, und das zeige ich euch jetzt, behebt dieses Problem, wenn man oben auf Bibliothek geht, bei Steam hier links oben, dann geht man auf CSGO, macht Rechtsklick drauf, auf Eigenschaften, dann öffnet sich dieses Eigenschaftsfenster. Da geht man dann auf lokale Dateien und dann auf Dateien auf Fehler überprüfen. Dann kann man das Spiel kurz überprüfen lassen, alle Dateien werden repariert. Manchmal hilft es, aber beim Erik hier ist es zum Beispiel jetzt nicht so. Dann ist mein zweiter Tipp, und den habe ich damals auch schon erfolgreich anderen empfohlen. Was für einen Virenscanner benutzt du? Da mal als Programm Ausnahme CSGO hinzu. Probiert das mal. Ich bin mir sicher, das funktioniert, wenn nicht. Und zwar, wir haben noch einen dritten Lösungsweg gefunden. Er meint, und er hat es gerade rausgefunden, wenn er es direkt über die Bibliothek hier startet, dann kommt diese WAG-Sitzung, konnte nicht verifiziert werden. Wenn er aber über Windows das Spiel sucht und über den Ordner direkt startet halt, kommt es nicht. Probiert es auch mal bitte. Wenn euch das geholfen hat, schreibt es auch bitte in die Kommentare rein. Also einfach nicht über die Bibliothek starten, sondern direkt über Windows suchen, Counter-Strike, und da mal versuchen. Das könnte helfen. Unter dem Video, Freunde, könnt ihr eure Probleme mal schildern, was das betrifft, oder eure Lösungswege, wenn es wirklich noch verschiedene Optionen geben sollte, führen wir die alle unter dem Video auf, beziehungsweise mache ich halt nochmal ein kompaktes Video darüber.